Stell dir mal vor, wie es auf der Erde war, als das Universum noch ganz jung und kalt war und gerade erst anfing, sich zu formen. Unglaublich, oder? Tja, und wer weiß. Vielleicht sind da draußen auch ein Alien-Dad und sein Alien-Sohn und sehen uns gerade hier auf der Erde an. Meinst du echt? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Mom! Dad! Komm zurück! Mein Name ist Itzy Levan. Ich bin 17. Mein Traumjob wär's bei der New York Times als Journalistin. Nein, 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 nein. Du verhältst dich viel zu sehr wie die Neue an der Schule. Sag einfach nur drei Dinge, die du Chugi findest. Meinen Sie Chugi? Ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, mit mir an einem Schreibwettbewerb teilzunehmen. Die Sieger dürfen nach New York City. Ich bin dabei. Was ist denn das Thema? Das Thema lautet das Seltsamste in deiner Heimatstadt. Es ist weniger ein Was, sondern ein Wer. Meine Nunchakus. Ich bin Calvin Kippler. Ich soll über ihn schreiben, meinst du? Nein, vergiss es! Evan! Was machst du denn da drin? Das ist streng geheim und du bist keine Verbündete. Also ich komme in Frieden. Ja. Lebe lang und in Frieden. Hört auf, das ist voll komisch. Aber das ist Star Trek. Am 21. Oktober 2012 hat sich der Komet Jasper nach 10 Jahren wieder der Erdumlaufbahn genähert. Aber meine Eltern haben ihn nie sehen können. Sie wurden entführt. Von wem entführt? Von Aliens? Der Titel lautet, Mädchen aus der Stadt verliebt sich in Dorftrottel. Aber er ist gar kein Trottel. Also ich würde sagen, er ist bestimmt der Schlauste in dieser blöden Stadt. Und ja, seine Geschichte hört sich verrückt an, aber immerhin kämpft er für etwas. Du glaubst also wirklich, dass sie da draußen sind? Ja, das tue ich.